Dann könnt ihr jetzt hier die Tannen anschauen, dann könnt ihr noch auf Bundesplatz jeder Rampenzelt spenden. Und dann kann ich sagen, dann seid ihr auch so an Weihnachten so selig, dass euch gar nichts mehr passieren kann. Herrlich. Bei deinen Reden sagst du immer von den Sehenswürdigkeiten von Bern, fallen die jetzt automatisch länger aus, weil du quasi unseren Berner Weihnachtsbaum drin erwähnst? Ja, das kann ich gut, aber ich habe eigentlich gelernt, dass Reden dann am besten sind, wenn sie möglichst kurz sind. Also von dort her würde ich sagen, die Reden sollten nicht länger ausfallen, aber ich finde den Tannenbaum auf dem Bahnhofplatz durchaus erwähnenswert und ich glaube, sind doch ehrlich, es ist doch eine super Stadt, wo der